So, ich bin zurück aus der kleinen Pause und das Spiel läuft noch. Wahnsinn. Genau. Für alle, die dazugekommen sind, hier an dieser Stelle natürlich erstmal ein recht herzliches Hallo und für alle, die gewartet haben, danke für eure Geduld. Es geht weiter mit unserer Farm am Hafen in der nordfriesischen Marsch hier und natürlich hoffentlich ohne, dass sich wieder was aufhängt. So. Ein Blick auf die Map, das habe ich absichtlich gemacht, ne? Speicherintervall ganz, ganz niedrig gesetzt. Dann wirklich alle 5 Minuten oder zumindest zwischendurch mal speichert. Immer wenn ich hier ins Menü gehe. Feld 78 scheint fertig zu sein. Klick drauf. Genau. Das ist fertig gedüngt. Sehr schön. Feld 38 ist gleich abgeerntet. Auf Feld 15 steht der Erntehelfer, weil er voll ist, okay. Aber das ist auch der normale Erntehelfer und da werden auch Steine gesammelt. Dementsprechend ist es sowieso schwieriger, da was drauf zu machen. Oh, ich sehe da gerade was. Feld 77 habe ich übersehen, dass da Kalk drauf muss. Glücklicherweise kann man nachkalken, solange noch nichts gewachsen ist. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch Kalk drauf bringen. Und da muss ich schauen, was der war, das klappt nicht. Das klappt auf gar keinen Fall. Ja? Wo willst du hin? Das mal lassen würde hier mal mit seinem. Komm, fahr mal durch. Fahr mal vorbei. Komm, hopp. Weiter, 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 weiter. Danke. Ich bleib mal kurz so stehen. Denn er scheint das tatsächlich hinzukriegen. Von da aus. Ja, Mann, hat funktioniert. So, zurück. Was macht er da? Okay. Ja, süß. Mal, komm mal her, komm, komm. Wir fahren da mal raus. So, das heißt aber auch hier kann eine Sämaschine hingebracht werden. Und die holen wir uns jetzt.
Alles der? Nein. Der? Nein. Aber fast. Wo ist sie hin? Die ist es. Da muss ich rein. Schon mal umstellen, nicht dass ich das gleich vergesse, im Eifer des Gefechts auf Kartoffeln und dann geht das hin. Das ist mein zweiter Stützpunkt hier. Von da aus geht es jetzt nach vorne. Und dann sollte ich gleich mal den einen Erntehelfer erlösen. Ah! 20 Millionen. Es geht auch wieder runter, wenn ich gleich sehe. Welcher Kurs ist denn da drin? Welcher Feldkurs? Ich brauche 38. So, jetzt. Ja, fast. Ja, die brauchen natürlich immer so ihre Zeit, bis die ausgeklappt ist. Aber das lohnt sich ja auch. Bei der Spannweite ist dieses Feld ruckzuck fertig. Es kann sogar sein, dass es sogar noch zu früh fertig ist. Heißt, ich starte das jetzt. Der fängt an, hier Kartoffeln drauf zu bauen. Neue. Wie gesagt, das kann sehr gut sein. Dass der hier schon fertig ist. Genau. Bevor der fertig ist. Da müssen wir noch ein bisschen Auge drauf halten. So, okay. Und jetzt schnell endlich Steine rausholen aus dem.
So. Ja, stimmt. Ich habe automatisch weggebracht, da muss ich auch. Was muss ich denn? So. Mal ein bisschen was aufmachen hier. Genau, sammel die Vögel mal mit ein da. So, da fällt mir was ein, wo ich gerade das Weiße hier sehe. Ich habe gesagt, ich muss kalken, ja, das muss ich ja tun. Das heißt, der kann weg. Da heizen wir mal ein Stück nach vorne mit. So wirklich anfangen zu kalken, weiß ich nicht, ob der schon kann. Ich muss gleich mal gucken, wie der Kurs aussieht auf dem Feld 77. Arbeit beendet. Aber wer? Tippe auf den Kartoffelernter. Ganz kleines Feld, ne? Komisch, ne? Also bei dem Feld hier ist mal überhaupt nichts. Du drehst die Kamera rum, das läuft einfach flüssig. Und auf Feld 77 war es vorhin am Rucken. Sobald du irgendwas gemacht hast, was sich bewegt hat, war es immer leicht am Zucken, am Rucken, wie auch immer. Hattest leichte Lachs drin. So, Feld 77 muss ja eh noch gedüngt werden. Na, wir nehmen mal kurz Abkürzung hier. Zack, einmal durchs Grün. Ich stelle das mal hier vorne hin. Neben die Villa vom Fett. Okay. Hat fertig, sagt er. Glaube ich ihm. Überlegen, ob ich das wieder nach vorne fahre oder ob ich den. Ich glaube, bei dem ist es egal. Ich fahre den mal zum Stützpunkt. Ich habe ja die Baumwollernte, die habe ich ja direkt gegenüber vom Feld 36 beim Gartencenter geparkt. Da ist so ein schöner Unterstand und da passte das ganz gut hin. Deswegen habe ich die einfach mal dahin gefahren. Aber eigentlich sollten die Fahrzeuge ja eher an meinen Stützpunkten stehen. Und der hier, der ist tatsächlich sehr nah dran. Na, da ist noch das Zwischenlager. Extra so ein kleines Zwischensilo hier hingebaut. Na, da kann man dann die kleinen LKW, die können dann immer schön brav hier hinfahren, abladen. Auch die, wie jetzt zum Beispiel hier der Kipper mit seinen Steinen.
Und wenn es dann soweit ist und da einigermaßen was drin ist, dann kann ich das rüberfahren zum Hauptsilo. Der schaut aus. Die sehen immer aus, als wären die 15 Jahre nicht gewaschen. Schon irgendwie krass. Hey, was denn hier? Den brauche ich noch. So, unfassbar. Sehr schön. Man sieht es genau, wo er die hinterhergezogen hat. Ab hier. So. Einmal wenden. Einmal anmachen. Sehr nett. Okay. Öfter mal was Neues. Tja. Das hatte ich auch noch nicht. Heute ist der Tag der ersten Male. Viel Absturz, gleich dreimal sogar. Wunderbar. Oder auch nicht. Da weiß man die Tage, an denen es rund läuft, viel mehr zu schätzen. Dennoch? Moment. Das lässt sich doch ganz einfach feststellen. Da, der fährt noch. Der wartet. Und ich brauche, ja, da war noch was. Oh, wir nehmen den Chase 2. So, nee, Chase 2 nicht. Chase, dann wird langsam den nicht los, dass das gar nicht 2 heißen soll bei den Mähdreschern, sondern dass das 2 Is sind. Und hier ist es ein I und ein H, also sind es keine römischen Zahlen, anscheinend. So, das passt auf jeden Fall gut zusammen. Ich natürlich noch die Frage, wie sieht der Kurs aus? Darf ich schon anfangen oder nicht? Düngerstreuer ist richtig. Na. Ja, kann ich, weil es vollkommen unerheblich ist, ob an den Stellen, wo der langfährt, schon ausgesät wurde oder nicht. Ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass an den Stellen noch nichts gewachsen ist.
Und los. So, läuft schon mal. Ja, das ist gut. Dann sehe ich zumindest, dass er. Und er ist immer noch fleißig hier. Ah. Ist ja recht. Was weg muss, muss weg. Stört. So. Viel Spaß. Können wir das mal von hier beobachten, ne? Bis jetzt haben wir ja immer im Fahrzeug gesessen. Da sind die beiden Heber. So. Das erklärt, warum der, wenn das gerade zugeklappt ist, noch so schwer ziehbar ist, ne? Weil das noch unten ist dann. Die Rollen quer aufstehen. So, dann kann der zurück. Soll ich den schon mal aufs Feld stellen? Ja, ne? Wir bringen den schon mal zum. Wir bringen den schon mal zum Feld 15. So, ach übrigens, ich erwähne das mal nochmal so am Rande. Ihr müsst natürlich hier wissen, was ihr macht. Der Chat, der funktioniert. Also man darf da reinschreiben. Nur mal so am Rande. Oder habe ich den falsch eingestellt? Fand ich.
So, linke Seite wächst Weizen. Und auf der rechten Seite werden Sonnenblumen wachsen, oder? Da packen wir Sonnenblumen drauf. Einfach so. Okay. Das Speichern, das ist halt unüblich, klar, aber das machen wir jetzt einfach mal. Das ziehen wir heute durch. Das ziehen wir heute einfach durch. Keine Lust nochmal hier nach einer Viertelstunde, 20 Minuten nachzuarbeiten, weil sich das Game wieder aufhängt. So, deswegen basteln wir uns jetzt erstmal einen Kurs für die hier auf der 15. Hast du schon abbrechen? Wie? Welchen Job habe ich denn jetzt abgebrochen? Da fährt noch alles. Das kann es also schon mal nicht sein. Okay, so, dann wollen wir Job erstellen. CP Feldarbeit, das ist richtig. Feld 15. Wir fangen mal hier an. Ich könnte es mal ohne Vorgewende versuchen. Lassen das mal bei 0. Richtungswinkel der Bahn, Startrichtung automatisch 04, 02 reicht dann. Ihre Kurs. Wir probieren das einfach mal aus. Die wirkt zwar jetzt sehr lang, also so als würde das hier gar nicht wirklich passen, wenn die dann übers Feldende hinausfährt, nach hier oben, wird dann im Graben landen, aber wenn die ausgeklappt ist, dann ist die gar nicht mehr so lang. So, schon mal ausgerichtet. Ja, selbst wenn der so einen Schluck Wasser nimmt, das sollte passen. Los, rechts noch. Dann versuchen wir es mal. Schaut, ob es jetzt ganz vernünftig aus. Die steht wieder, okay.
Mal eben schnell leer machen. Und dann kann die hoffentlich den Rest fahren, ohne nochmal zu stoppen. Schauen wir mal. Hallo? Ernsthaft? Okay. Also. Das sieht nach einer Zwangspause aus an dieser Stelle. Denn ich kann wieder nichts bedienen. Was ist denn bloß heute los? Okay. Also. Bringe noch mal eine kurze Pause. Glücklicherweise muss man hier ja keine 500 Sachen nachholen. Jetzt und ja, wir sehen uns nach ein paar Minütchen hier wieder. Bis gleich.